wissen, dass seine Schwester auch nur einen Fuß in diese... Ach, tatsächlich? Nun, dann erzählt mir doch eure Version dessen, was sich auf dieser Expedition zugetragen hat. Nun ja, wir haben die tiefen Wege wie geplant betreten. Allerdings sind wir nicht besonders weit gekommen. Na, ganz klasse. Das gibt mir Mut und Selbstvertrauen. Das hört sich ja echt bestens an hier. Es gab einen Einsturz. Unser Weg ist blockiert. Was? Gibt es noch einen anderen Weg? Ich konnte bislang keinen finden. Die Nebengänge sind zu gefährlich. Nutzloses Pack! Wofür bezahle ich euch Gesindel eigentlich? Schlagt das Lager auf! Gibt es Probleme, Bruder? Diese verfluchten tiefen Wege. Wer weiß, wie lange es dauert, den Weg freizumachen. Sollten wir nicht lieber nach einem anderen Weg suchen? Das erschien mir logischer. Denkst du, ich bin ein verdammter Idiot, Varric? Die Späher sagen, die Nebengänge sind zu gefährlich. Wir müssen etwas unternehmen. Hier einfach schutzlos herumzusitzen ist ebenso gefährlich. Wir sehen uns das mal an. Falls wir schreiend zurückgerannt kommen, weißt du, dass es die richtige Entscheidung war, hier zu bleiben. Na schön, sucht nach einem anderen Weg. Aber beeilt euch. Ja, wir gehen da mal einen anderen Weg jetzt hier gleich mal suchen. Aber mir bleibt leider keine Wahl. Ich fürchte, mein Junge ist weggelaufen. Er muss irgendwo in diesen Gängen sein. Oh nein, wieso ist dein Junge weggelaufen? Haltet die Augen nach ihm offen. Er ist sich der Gefahr einfach noch nicht so bewusst wie andere. Jo, wir werden ihn mal suchen. Wir müssen die Nebengänge absuchen. Wenn auch nur die geringste Chance besteht, werden wir ihn euch zurückbringen. Der arme Sandel. Ich kann nicht glauben, dass er das getan hat. Na los, beeilen wir uns. Jo, ich widme mich jetzt mal unserem Schicksal und... Wow, hatte ich gerade so einen Dreher mit der Maus? Naja. Jo, wir werden die Nebengänge absuchen und, ich frage erstmal Bethany, wie es so geht. Warum sollte der Erbauer so viele dunkle Brut erschaffen? Ja, mehr hast du nicht zu sagen, das hilft mir jetzt natürlich weiter. Ich denke, naja, ich werde Bethany erstmal selber spielen, weil Magier ist sowieso Beste und überhaupt, ich finde Magier so geil. Gut, hier können wir ja nicht durch. Hier wahrscheinlich auch nicht. Ja, habt ihr gut gemacht, Spiel. Und hier unten fließt also... Ach du Heilige. Wenn da mal einer von euch reinfällt, also das geht zack, zack oder dann werdet ihr gegrillt. Gut. Jetzt scheint mir allerdings hier mal voll die Sonne auf dem Bildschirm. Jetzt kann ich gerade, also nur zur Info, es ist irgendwie 10 Uhr morgens oder so. Oh Heilige. Ah, ich kann gerade, also die obere Hälfte des Bildschirms kann ich nicht so gut sehen. Und die Karte gerade auch nicht. Also verzeiht mir, wenn ich irgendwie... am Failen bin. So, wir warten erstmal und jetzt hau ich hier ein Inferno rein. So. Und damit sollte sich die Lage doch deutlich verbessert haben. Alter, was ist das für ein Armbrustschütze? Den machen wir platt. Und der ist down und das war's noch nicht. Wie wär's mit Position halten, Leute? Und let's go. Jetzt könnt ihr weitermachen. Und greift mal an hier. Oh oh, da kommen die ganzen Schläger. Das gefällt mir gar nicht. Und im Nahkampf kann ich so nicht Evelyn nehmen. Also kann ich schon, ist aber keine gute Alternative. Varric! Varric hat hier hinten wieder Spaß mit zum anderen Herlock. Oh mein Gott, ey. So, mach den platt. Und jetzt kann ich Bethany gebrauchen. Leider, ja, keine Fähigkeiten frei. Lyrium-Trank muss jetzt nicht sein. Und jetzt kann ich gerade... Oh, verdammt. Ich kann hier gerade echt nicht sehen, ob hier irgendwelche Items liegen. Doch, hier glänzt was und wir können weiter, oder? Ja, wir können weiter. Gut. Was bist du? Du bist eine Fackel? Ja. Also verzeiht mir, wenn ich mich gerade ein bisschen dumm anstelle hier. Aber wir halten jetzt erstmal wieder die Position. Lass die erstmal rankommen. Und... jetzt könnt ihr mir helfen, Kollegen. Ein Inferno rein. Wow. Und... Bams!
Haut sie weg. Haut sie weg, mach sie platt. Hast du nicht gesehen? Hallo? Wieso konnte ich gerade nicht? Oha. Ich hätte echt keinen Schurken nehmen sollen, glaube ich. Oh, Truhe Standard. Das ist doch was für Varric, oder? Yo! Und den Eidbrecher? Wenn das das ist, was ich denke, dann... Für... zweihändig, Voraussetzung 30 Stärke. 26 Schaden. Zeig ich mal, das ist also was für Evelyn. Aber man braucht 30 Stärke. Gut, sie hat 28 und ist fast, hat fast einen Stufenaufstieg. Ich glaube aber, bei Evelyn wäre so eine zweihändige Waffe nicht ganz so gut, oder? Was haben wir denn? Ausgerüstet, Schneide des ruhmreichen Liedes. Okay. Plus 47 Angriff. Das hier bringt 82 Angriff, 43 die Sekunde. Zweihändig, 23 Heilung für diesen Char. Was haben wir denn so bei Fähigkeiten? Da hast du natürlich gar nichts auf zweihändig. Aber das wäre was um für Fenris, wenn der mal 30 Stärke hätte. Aber ich glaube, nee. Das ist alles nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, diesen Eidbrecher, der bringt uns im Endeffekt dann gar nicht mal so viel. Ich brauche nachher lieber eher ein gutes Schwert. Und ich habe ein bisschen Angst. Position halten. Gut. Wartet erstmal. Pusht euch erstmal und jetzt geht's los. Wow. Ein Inferno rein und Wamsen. Das haut ordentlich rein, würde ich sagen. Eine eisige Umarmung. So. Erstmal schön Schock gefrieren hier, die kleinen Hurlocks. Ach, die sind so putzig, wenn sie Schläger sind. Hurlock-Schläger, was weiß ich. Wow, da kommt ja noch eine Fuhre. Wow, oh nein, nein, nein. Ist das ein Arcana-Schrecken? Ist das ein Gesandter der dunklen Brut? Okay, Leute, den müssen wir zuerst platt machen. Weil der uns hier noch mit am meisten Damage machen kann. Gut, der ist schon mal down. Ziemlich einfach, das Ganze. Und Stufenaufstieg. Da haben wir endlich unseren lang erwarteten Stufenaufstieg. Und ich soll einfach auf Konstitution bei ihm hier skillen, oder? Ich glaube, er braucht Konstitution. Varric braucht natürlich Geschicklichkeit und Klugheit. Ich glaube, wir werden hier für die Expedition alles auf Klugheit skillen, oder? Denn dann hat er mehr Death. Ja, okay, auf Klugheit. Und Fähigkeit skillen war bei ihm mal... wow. Kann er denn bei Scharfschütze was Neues hier? Die gereimte Triole zu Rückschlag. Oder machen wir da Auto? Ich weiß noch nicht, ob wir Autostufenaufstieg machen. Bei Evelyn denke ich dann jetzt mal... Konstitution? Fragezeichen. Nein. Willenskraft ist nur die Ausdauer. Klugheit bringt bei ihr auch ein bisschen mehr Verteidigung, aber Stärke bringt so viel Angriff. Wow. Geschicklichkeit bringt, glaube ich, dann nichts mehr. Ich glaube, wir werden so und so das Ganze mal machen. Konstitution. Joa. Ist doch gut so, oder? Ja, machen wir mal so. 30 Stärke hat sie denn jetzt. Und ja, wir bleiben mit ihr auf Waffe und Schild, ganz klar. Ich meine, da haben wir uns jetzt schon... Ja, da haben wir uns schon drauf geskillt und festgelegt. Und was haben wir denn hier bei Batterie? Er ist außerdem deutlich effektiver, vor allem Gegner, die durch den Schurken verwundbar gemacht wurden. Körperlicher Schaden plus 22, dreifacher Treffer. Körperlicher Schaden 400 gegen benommene Ziele beim letzten Treffer. Ich schaue erstmal, was wir hier so auf Kriegstreiber haben. Knauf, Schlag, Gebrüll, Verhöhnen, Tapferkeit, Bravade. Tapferkeit zieht mehr Gegner zum Krieger, wodurch der Boni des Modus weiter gestiegen ist. Schlachtmeister. Haben wir Kräfte sammeln. Verbessert kurzzeitig Mana und Ausdauerregie. Außerdem profitieren sie von den Vorteilen von Gewaltkontrolle, Klingendrehung oder elementarer Aegis. Das ist eigentlich auch ganz fein hier. Das bringt dann Ausdauer plus 200, Dauer 10 Sekunden. Ich weiß nicht, ob wir das mal machen sollen oder hier Behüter irgendwas. Heimzahlung. Was haben wir denn hier nachher noch auf Behüter? Unbezwinglich, dicke Haut. Hm. Verteidiger wäre jetzt so, glaube ich. Der Krieger kann mittlerweile Elementarangriffen zunehmend sicher widerstehen. Ja,
werden wir bei Evelyn unbedingt mal skillen. Hier für die tiefen Wege ist das wichtig. So, bei Bethany, da machen wir das Ganze, glaube ich, mal bisschen anders hier. Warte, was passiert, wenn wir... Ja, alles auf Magie, würde ich sagen. Jo, machen wir. Und da sie ja elementar bis ins letzte Detail werden soll, holen wir uns jetzt erstmal, denke ich... Moment. Klirrende Kälte? Das haben wir noch nicht hochgeskillt, oder wie? Aber ich habe mich doch erinnert, wir haben uns doch mal Pyromant geholt, oder nicht? Also wenn ich mir jetzt Pyromant hole, dann... habe ich doch auch... Pyromant, oder nicht? Den habe ich doch jetzt hier unten. Feuerball. Feuersturm. Wieso zum... Ich habe doch jetzt auf... Pyromant geskillt. Ja, haben wir doch. Gut, das Ganze ist jetzt ein bisschen verwirrend. So, beim Varric und bei ihm hier weiß ich jetzt noch nicht. Bei ihm ist es doch so, dass wir hier jetzt einfach die Rüstung haben wollten, oder? Rüstung des Walds. 18 Konstitution. Jo, dann machen wir das Ganze mal. Bisschen mehr Leben für unseren Schurken. Und wir skillen auf... Was haben wir denn hier unten? Schattenduelland. Meuchelmörder. Warum geht Meuchelmörder noch nicht? Ach so, dafür brauche ich einen Spezialisierungspunkt. Ah, gut, ich war auf Schatten. Exakte Präzision. 25 mehr Crit. Trugbild. Schatten, Schleifer. Nein, Schleier. Raubtier. Unscheinbar. Nee, nee, nee. Was haben wir hier bei Täuschung? Verstohlenheit und Ausweichen. Ich glaube, ich werde erstmal bei Halunke. Hier habe ich unvorbereitet geskillt. Yo. Rücken an Rücken. Waffenruhe, Bedrohungsverringerung 100%, Kosten 20 Ausdauer für 20 Sekunden. Der Schurke lenkt alle Gegner von einem bestimmten Gruppenmitglied ab, sodass sie stattdessen den Verbündeten angreifen, den sie für die zweitgrößte Bedrohung halten. Jo, Sabotage, habe ich das Mias, dieses miasmisches Fläschchen da. Das kenne ich ja schon. Ansturm. Ach das, ich glaube, das sollte ich mal skillen, oder? Wäre das nicht was Gutes? Oder wir holen uns erstmal verbessertes Rezept. Ich glaube, lohnt sich das bei ihm? Ja, würde sich lohnen, aber das Schlimmste ist ja das hier, dass ich hier Präzision habe. Oder warte, wisst ihr, was wir einfach mal machen? Autostufenaufstieg, ich bin gespannt, welche Fähigkeit wir bekommen haben. Hier oben haben wir irgendwas bekommen, oder? Oder wurde was erweitert? Was habe ich denn jetzt bekommen? Gar nichts. Oder hat der Autostufenaufstieg echt was gemacht? Naja, egal. Wir schauen mal bei Varric. Gut, hier habe ich jetzt alles im Überblick. Hier kann ich euch gleich ganz genau sagen, was er bekommt. Außer er erweitert. Irgendwas ist erweitert. Wir bekommen... Das hier ist neu. Ansturm hatten wir eben nicht, oder? Ja gut, wenn Varric da so einer für ist. Ist das doch ganz nice. So, wir können das Spiel erstmal wieder weitermachen. Und ich denke, ja, was ist denn jetzt so alles neu hier? Wir haben, wir haben mit ihm hier gar nicht die Rüstung angezogen. So, jetzt ziehen wir die mal an und, oh, leck mich, da sieht man doch schon das, Moment, Leute, warte, er hat jetzt 138, ja, kein Wunder, unser Schurke hatte ja immer viel zu wenig, der hatte ja immer viel zu... Das ist nicht wahr, oder? Der hatte immer viel zu wenig Leben. Aber viel zu wenig. Wisst ihr, wie mein Schurke... Jetzt ist er ganz anders. Jetzt ist... Leute, ich sag's euch. Der ist jetzt ganz anders. Der hat jetzt viel mehr Verteidigung als vorher eben. Und Leute, das war richtig, auf Konstitution zu gehen. Der wird jetzt insgesamt... Ich denk mal, ja, der wird jetzt ordentlich mehr aushalten. Und boah, Leute... Das war doch einfach Fail, oder nicht? Da habe ich jetzt gemerkt, da bringt uns einfach mehr. Oder, naja, unser Schurke ist jetzt... Ich meine, schaut euch den mal an, ja? Die Rüstung und der Helm. Halleluja. Und wenn ich dennoch die Dings hier tragen kann, den hier. Helm des letzten Abstiegs. Dafür brauche ich 21 Geschicklichkeit und Klugheit, ne? Geschicklichkeit, Klugheit. Genau, wir machen jetzt mal was in den Optionen. Denn ich denke, ich will mal den Helm ausblenden und dann... Sieht das Ganze hier mal richtig fett aus, yo. Ohne Helm. Episch. Also unser Hauptheld ist gar nicht mal so schlecht. Der wird noch hier
der Overpro, unser Schurke hier, unser Hawk, der wird schon, da aus dem wird schon was werden. Also wenn die Rüstung jetzt schon so krass ist, dann will ich mal wissen, wie die anderen sind. So, jetzt habe ich, glaube ich, hier einen auf Biber Butzemann gemacht, bin im Kreis gelaufen. Jo, von hier bin ich doch gekommen. Oder wie, oder was? Bin ich jetzt echt...